Hallo, liebe Deutschlernende. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, ich fliege morgen nach Vietnam. Ja, ich werde nach Vietnam umziehen und dort werde ich weiter Authentic German Learning machen. Es bleibt für dich alles beim Alten, aber ich werde mich dann in Vietnam befinden und dort leben und dort auch Videos machen. Das ist eine radikale Veränderung, aber ich werde noch eine weitere radikale Veränderung in meinem Leben machen. Tja, so sehe ich nun aus. Wie gesagt, ein radikaler Schritt. Und das sind meine Haare. Also ja, schon ganz schön viel. Das ist schon, wow, das ist eine ganze Menge. Und ja, warum habe ich mir die Haare geschnitten? Zum einen haben sie genervt. Sie haben immer mehr genervt und das ist auch nicht pflegeleicht. Und ich freue mich jetzt auf meine erste Dusche nach der Rasur und meine Haut kann endlich wieder ein bisschen atmen. Und ich habe mich noch nie mit Glatze gesehen. Insofern ist das sehr interessant, mich mit Glatze zu sehen. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja? Man muss sich erst daran gewöhnen. Es ist gewöhnungsbedürftig. Ja? Auch für mich, besonders für mich. Ja. Ja, und jetzt lasse ich mein Haar einfach wachsen, bis es eine Länge erreicht hat, mit der ich zufrieden bin. Denn ja, ich habe keine Ahnung, ob ich es gut finde oder nicht. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr meine Glatze findet und ich hoffe, sie werden nicht zu negativ. Ihr alle kennt mich mit langen Haaren und ganz viele Leute, das kann ich schon voraussehen, ganz viele Leute werden sagen, was? Du hast was gemacht? Und ich finde meine Haare auch oder fand meine Haare auch sehr schön, ja, aber es ist viel zu viel Aufwand. Lange Haare zu haben, ist ein sehr großer Aufwand und es nervt. Und jetzt möchte ich vielleicht so lange Haare. Ja, so lange Haare wären vielleicht toll. Ja, ich werde mal schauen und ich werde auch schauen, wie warm es ist in Vietnam. Denn es ist wahrscheinlich auch sehr gut für meine Wärmeregulierung, ja, für die Wärmeregulierung meines Körpers, dass es nicht so heiß ist auf meinem Kopf. Jetzt kann mein Kopf viel besser kühlen. Ja, ich werde mal schauen. Wie gesagt, ich warte einfach so lange, bis mein Haar eine Länge hat, mit der ich zufrieden bin. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr schockiert heute und wir sehen uns später und das nächste Video, nein, das übernächste Video, das ihr seht, ist wahrscheinlich von Vietnam. Ja, ich werde noch ein Video von mir veröffentlichen, das ist noch mit langen Haaren, aber danach seht ihr Videos aus Vietnam. Okay, und dann geht es weiter mit Authentic German Learning, so wie bisher, ja. Ihr werdet immer noch regelmäßig Deutschlernvideos von mir bekommen, während ich in Vietnam bin. Keine Sorge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis bald. Ciao.